Tag, Sie sehen jetzt den Film Makowinski in Wien. Wir sind jetzt schon in Wien angelangt und schon ein paar Tage hier. Ach ja, viel Vergnügen. Wir sind jetzt in der weltberühmten Maria-Hilfe-Straße und dort ist ein bisschen mehr Verkehr, weiter in Buschtichrat. Wir schauen gerade in die Läden, ziemlich teure Sachen, gell, und wir haben kein Geld dabei. Da fällt alles so teuer. Hier sind Sportsachen, nicht? Es ist ja noch nicht Winter, aber wir schauen gleich noch wegen den Skien, weil wir nachher, wenn da Olympiade ist, können wir auch bei der Abfahrt beteiligen. Vielleicht können wir an Franz Klammer Konkurrenz machen. Das ist also nochmal die 5 Kilometer lange Maria-Hilfe-Straße, vielleicht auch ein bisschen weniger. Hier ist ein sehr starker Verkehr. Man muss sehr aufpassen, dass man nicht unter ein Auto kommt. Das ist jetzt eine Bahn gewesen. Das ist jetzt das Riesenrad, auf das wir jetzt gehen, das Papi so gerne mochte. Dort hinten ist die Bahn des Martin. Großes Ding, hä? Und oben in luftiger Höhe sieht's noch viel besser aus. Sehen Sie die kleinen Leutchen, hä? Ja, ja, das sind kleine Leutchen, hä? Ja, und das ist Wien, also nicht etwa Tunis, weil wir schon in Tunis gewesen sind, also ist das etwa Wien. Und auch nicht Efretikon, in Efretikon ist nicht die Maria-Hilfe-Straße, nein. Wien ist ein bisschen größer. Zum Glück geht's jetzt wieder ein bisschen abwärts. Da sind wir bald wieder auf sicherem Boden. Well, meine Damen und Herren, machen Sie jetzt die Augen zu. Die Todesfahrt à la Emil und Virginia kommt jetzt. Jetzt passen Sie auf. Jetzt ein Moment des Jahres. Ein Moment des Jahres. Sehen Sie. Super, was? So, meine Mutter hat sogar die Kappe verloren. Zum Glück konnte mein Vati es noch auffangen. Ja. Sehen Sie, wie man mutig sein muss, um da sowas zu überstehen. Das ist was Schreckliches, nicht? Wie es runter und drauf geht, da weiß man nicht mehr, wo Boden ist und wo im Himmel ist. Scheiße! So, jetzt sind wir bei Franz Josef, hä? Franz Josef, das war ein ehemaliger Cowboy, das ist sein Bild Westpalast. Das war ein bisschen etwas in der Anmaßung von Buffalo Bill. Gell? Und das ist eben sein Weltwäschpalast. Er konnte dort auch so wie Buffalo Bill eben einen Zirkus machen.
Das sind jetzt seine Nachahmen. Links und rechts. Rechts, das ist die Kabylin. Und links, das ist nachher der Urgroßahnen von Buffalo Bill. Make you wanna holler, holler, ho. Burns your tummy, don't you know? Das war übrigens sehr nett dort. Auch wenn Buffalo Bill nicht dort war oder Franz Josef. Wir sahen ihn zum Glück ausgestopft. Das ist also die Kirche Svati Stepan. Auch von dem mussten wir Abschied nehmen. Wir mussten nämlich schon gehen, oder? Wir mussten verreisen von Wien. Wir mussten wieder nach Friedrich kommen. Wir mussten Abschied nehmen von Maria-Hilfe-Straße, vom Riesenrad und Trommel und alles drin und dran. Thank you.